Jetzt die letzten Tage sind ein paar mehr Fadenalgen gekommen. So, und hier habe ich jetzt die Fische. Ich werde aber noch andere Fische ansetzen, weil ehrlich gesagt habe ich wieder Lust auf was Neues. Heute kommen die ersten Fische in das Juwel-Aquarium, aber zuerst müssen wir noch was machen, und zwar einen Rückschnitt. Weil die Pflanzen sind schon ganz gut gewachsen, ich zeige euch das mal. Also vor allem geht es um die Vordergrundpflanzen, um das Silantium tenellunguin. Das ist jetzt schon relativ lang geworden, ich will es jetzt mal zurückschneiden, damit es schön kompakt danach wächst. Also das ist immer so, wenn man das am Anfang wachsen lässt, sprießt es schnell noch nach oben und hoffentlich bleibt es danach ein bisschen kompakter. Ansonsten müssen wir noch nichts schneiden, also es entwickelt sich alles ganz gut, aber halt langsamer als sonst. Und ich sehe gerade, jetzt die letzten Tage sind ein paar mehr Fadenalgen gekommen. Deswegen werden wir da jetzt noch Garnelen einsetzen und noch ein paar Schnecken, die sich darum kümmern, dass das Ganze auch sauberer wird und die Algen weg sind. Ansonsten, auch hier auf dem Aponogeton sind es ein paar Fadenalgen. Ist am Anfang ganz normal, also hätte ich schon gedacht, dass es ein bisschen früher kommt, weil jetzt sind schon fast 3 Wochen. Aber es geht halt alles ein bisschen langsamer mit schwächerem Licht, was ja auch ganz gut ist, weil ich habe jetzt nur jede Woche einen Wasserwechsel gemacht. Eine Sache habe ich noch ergänzt, vielleicht könnt ihr schon sehen, und zwar einen Skimmer, hier den Oase-Skimmer, den hatte ich noch zu Hause, weil ich immer einen Oberflächenfilm hatte. Jetzt habe ich den hier montiert und der sollte sich da ein bisschen darum kümmern, dass es besser wird. Der ist hier hinten montiert, könnte ich auch ein bisschen besser verstecken, also vielleicht auf den Filterkasten. Aber ich glaube, auf dem Glas hält er besser und mit der Zeit sind da eh Pflanzen, die das verstecken. Genauso wie der Diffusor, den könnte man wahrscheinlich auch irgendwie in den Kasten mit einbauen oder ein bisschen besser verstecken. Ich habe den hier, weil er dort irgendwie am besten aussieht, dass es wirklich verteilt wird, komplett. Also hier kann man es sehen und den stört jetzt nicht so, wenn die Pflanzen gewachsen sind, fällt er echt nicht mehr so auf. So, ich habe jetzt mal den Filter ausgeschalten und jetzt nehmen wir uns eine Schere und schneiden die Pflanzen im Vordergrund zurück. Ist einfach relativ flach. Einfach abschneiden, einfach weit unten und dann wächst es wieder schön nach. Jetzt noch mit einem Kescher die ganzen Blätter wegsammeln, die sich hier in der Oberfläche sammeln. So, und hier habe ich jetzt die Fische, das sind Kardinalsfische von meinem anderen Aquarium, vom 60P. Und ich habe mir gedacht, dass die richtig gut für so ein Aquarium hier passen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kardinalsfische und es ist noch ein Nanostomus Equus dabei. Es sind noch, glaube ich, 2 oder 3 Kardinalsfische drüben im Aquarium und auch noch 2 oder 3 von den Equus. Aber die habe ich jetzt nicht rausbekommen, deswegen setze ich erstmal die an, damit die nicht zu lange in den Becher sind. Aber ich werde ihn trotzdem mal reinhängen zum Klimatisieren. Und hier habe ich noch einige Sulawesi Inlandsgarnelen, sind jetzt, glaube ich, so 10, 15 Stück. Da werde ich auch noch mehr rausfangen. Und erstmal 2 Bosthornschnecken, wo ich auch noch mehr raussuchen muss. Aber jetzt erstmal für so 10-15 Minuten reinhängen, damit die Temperatur angleicht, was eh eigentlich gleich sein muss. Genauso wie die Wasserwerte sind hier eigentlich genauso wie in meinem anderen Aquarium. So, und dann kommen sie schon ins Aquarium. Jetzt schalte ich noch das Licht aus, damit sich die ein bisschen beruhigen können und eingewöhnen können. Und dann zeige ich euch die so in 1-2 Stunden, wenn das Licht wieder an ist. So, hier aus dem Aquarium habe ich die Fische und die Garnelen rausgefangen. Jetzt sind gerade noch 2 Wurzeln drinnen für ein anderes Projekt. Die kommen natürlich wieder raus und 1-2 Fische sind noch drinnen und einige Garnelen. Und ich bin mir nicht sicher, was mit dem Aquarium passiert. Weil ehrlich gesagt habe ich wieder Lust auf was Neues. Und der einzige Grund, warum ich da noch so ein bisschen am Hadern bin und noch nicht ganz sicher bin, ist, dass sich immer wieder Leute darüber aufregen, wenn ich Aquarien neu mache, wenn sie noch nicht so alt sind. Und ich habe mir jetzt gedacht, mir ist es einfach egal. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und das ist auch immer wieder mal Aquarien neu zu machen, auch wenn sie nur ein paar Monate oder ein Jahr oder 1,5 Jahre stehen und nicht ewig lange hier stehen. Ich habe auch nicht so viel Platz für viele Aquarien. Deshalb werde ich das wahrscheinlich in ein paar Monaten, ja, so ein paar Wochen, wenn das 120p natürlich steht, dann werde ich das auch irgendwann neu machen, weil ich da einfach Lust drauf habe, was Neues zu machen. So, und weil die Fische jetzt natürlich ein bisschen gestresst sind, kommt ein bisschen Therapie vom Microblift rein. Also hier in seinem Becher. Stinkt genauso wie Special Blend, aber sind gute Bakterien für die Fische. Und es ist jetzt schon ein bisschen mehr als eine Stunde her, dass ich die eingesetzt habe. Also das ist mir gerade eingefallen, sonst werde ich das gleich dosiert. Und dann schalten wir hier wieder an. Ich habe auch hier das CO2 mit ausgeschalten, weil wenn ich jetzt Licht länger ausschalten würde und das CO2 läuft weiter, wäre das auch nicht so gut für die Fische. Und jetzt ist hier der ganze Partikel vom Therapie. Aber ja, Fische verstecken sich noch ein bisschen, natürlich jetzt, wo das Licht das war. Deswegen werde ich ihnen jetzt noch ein bisschen Ruhe geben und zeige euch nachher dann die Fische, wenn sie hoffentlich ein bisschen Farbe bekommen haben, weil jetzt sind sie gerade ein bisschen blass. Aber das wird sich schnell wieder ändern. Ansonsten noch zur Düngung, ich benutze da auch den Microblift MPK Dünger.
einfach so 2 Pumpenhübel pro Tag, alle 2-3 Tage, je nachdem wie ich dran denke, ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Und dann noch das Bio-CO2, ist noch ein Kohlenstoffzusatz, der auch ein paar Huminstoffe hat. Hier kann man sehen, das ist auch schön dunkel, ist auch gut für die Fische. Das ist jetzt kein CO2-Ersatz, aber ist trotzdem eine zusätzliche Kohlenstoffquelle für Pflanzen. Also auch eine gute Sache. Und das benutze ich jetzt hier, jetzt schon seit einer Woche circa. Immer so ein bisschen was, jetzt eher mit weniger anfangen und dann langsam ein bisschen raufgeben, wenn man sieht, dass die Pflanzen blasser werden. Aber jetzt schaut es eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe jetzt hier übrigens das Aquascaper-Shirt an und die gibt es jetzt bei mir im Shop zu kaufen. Unter anderem noch andere Designs. Wenn ihr da Lust drauf habt, bis zum 27.10. bekommt ihr noch 10% Rabatt im Warenkorb. Also einfach die Sachen in den Warenkorb geben. Und Versand ist auch noch kostenlos, gilt aber nur auf die Aquascaper-Produkte, also auf die T-Shirts, Pullover und die Tassen. Wenn ihr was anderes dazu bestellt, dann zahlt ihr für das andere Versand, aber halt die T-Shirts und so selbst direkt nicht. Die Klamotten werden in der Türkei hergestellt und dann in Deutschland bedruckt, also auf Bestellung. Also wenn ihr was bestellt, wird es bedruckt und zu euch versendet. Geht aber ziemlich schnell, weil es halt aus Deutschland verschickt wird. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann klickt auf den ersten Link in der Beschreibung, da kommt jetzt mein Shop und könnt euch die 10% Einführungsrabatt sichern. Also schon langsam schwimmen sie durchs Aquarium, ein bisschen Zeit brauchen sie natürlich noch, ich denke mal ab morgen werden dann wieder richtig schön sein. Ich bin aber jetzt dann ein paar Tage weg und dann soll schon bald das Video rauskommen, deshalb zeige ich euch das jetzt so. Ich werde aber noch andere Fische einsetzen. Ich habe an irgendwelche Fische für die Oberfläche gedacht, also die was weiter oben schwimmen, die tendenziell auch rausspringen würden bei offenen Aquarien, also vielleicht Beilbäuche. Schreibt ja gerne in die Kommentare, wenn ihr da Vorschläge habt, was ich hier noch einsetzen könnte, zusätzlich zu den Kardinalsfischen. Die finde ich auf jeden Fall schon sehr passend dafür. Vielleicht noch irgendein Barschbärchen, was irgendwie die unteren Bereiche vom Aquarium bewohnt. Und dann halt noch irgendwas für die Oberfläche, so wie Beibräuche oder so. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das ganze Aquarium hier eingerichtet habe, das Juwel Rio 125, dann klickt in das Video, da zeige ich euch den kompletten Aufbau von einem Aquarium.